Heute wird bei Game 2 wieder ordentlich geschlitzt. Einmal süß und knuddelig mit dem Remake von Link's Awakening. Und einmal blutig und brutal bei Blasphemous. Viel Spaß. Doremi o Game 2. Aber wir beginnen mit Mods. Das sind Modifikationen für PC-Spiele und da geht es ja irgendwie auch um Schärfe. Knackscharfe Texturen zum Beispiel. Mods können aber auch noch mehr als einfach nur einmal über das Spiel drüber bügeln. Manche Mods machen aus dem Spiel was völlig anderes. Ja, ne? Und durch dieses völlig andere wird es manchmal erst so richtig interessant. Wie bei uns jetzt. Macht doch auch mal was, Game 2. Blop, blop. Oh, modifiziert. Modding. Egal, ob euch die Grafik zu verwaschen ist, ihr einen Fix für ein unfertig veröffentlichtes Spiel braucht oder jeden Winkel einer virtuellen Welt schon gesehen habt und trotzdem noch mehr Zeit dort verbringen möchtet. Modifikationen von Spielern für Spieler können Abhilfe schaffen. Seine erstaunliche Vielseitigkeit fördert ganz spielerisch das Verständnis und die Freude ihres Babys an Farben, Formen und Geräuschen. An sich ist das Thema Modding schon fast so alt wie das Videospiel selbst. Früher wurde das Ganze noch als Hacking bezeichnet und eher als Produktpiraterie gesehen. Findige Bastler versuchten etwa Kopierschutzmaßnahmen der Hersteller zu umgehen oder entwickelten Cheats, um zum Beispiel in spätere Level zu springen. Für das damals in Deutschland indizierte Castle Wolfenstein wurden die Nazi-Soldaten sowie deren Stimmen mit den Schlümpfen ausgetauscht. Anfang der 90er entwickelte sich die Szene dann langsam zu dem, was wir auch heute noch unter Modding verstehen. Für mega angesagte Ego-Shooter wie Doom oder Duke Nukem kreierten begeisterte Spieler haufenweise neue Level. Fans veröffentlichten sogar einen Level-Editor, um auch technisch weniger versierten Spielern zu ermöglichen, etwas beizusteuern. Spätestens jetzt waren Modifikationen ein fester Bestandteil von PC-Spielen. Früher waren Mods noch eher eine Nische für Nerds. Heutzutage sind die aber ein riesengroßes Thema geworden. Um da noch irgendwie durchzublicken, macht es Sinn, die verschiedenen Varianten zu kategorisieren. Zu den wichtigsten gehören Total Conversions, Feature und Grafikmods. Und die habe ich mir mal genauer angeschaut. Los geht's mit Grafikmods. Das können höher aufgelöste Texturen, Gegenstände mit mehr Polygonen als im Original oder komplett neue Effekte für zum Beispiel Licht oder Wasser sein. Hier, ziehst du rein. Rattenscharfe Optik, PC Master Race. All das sieht man besonders gut bei Skyrim. Das hat nämlich mit Abstand die meisten Grafikmods. Dadurch kann das mittlerweile fast 8 Jahre alte Spiel in gemoddeter Form noch immer mit aktuellen AAA-Titeln mithalten und erlebt in der Community sozusagen einen zweiten Frühling. Schaut euch diese Grafikpracht an. Ich gebe euch mal noch einen Moment zum Genießen. Gönnt euch! So kann Skyrim auch heute noch fantastisch aussehen. Ist aber auch eine Menge Arbeit, denn das, was ihr gerade gesehen habt, waren über 100 Einzelmods. Und die wollen nicht nur geladen, sondern vor allem auch korrekt installiert werden. Und dabei ist zum Beispiel die Reihenfolge oder auch der Speicherort sehr entscheidend. Und dabei kann eine Menge schiefgehen. Klar, es gibt auch immer mal Pakete, die Mods zusammenfassen, wie auch bei sogenannten Total Conversions. Hierbei krempeln kleine Hobbyentwicklerteams das Spiel fast vollständig um. Am Ende bleiben meist nur Kerngameplay und einige Assets und Texturen übrig. Auch dafür ist Skyrim wieder ein gutes Beispiel. Bei der Total Conversion Enderal von True AI wurde eine völlig neue Welt plus Geschichte und Charaktere erschaffen, die nichts mit dem Elder Scrolls-Universum zu tun haben. Der Entwicklungsprozess ist also mit dem eines eigenständigen Spiels durchaus vergleichbar. Die Vollversion von Skyrim brauchte zum Zocken aber trotzdem. Doch Total Conversions können auch primär grafischer Natur sein, so zum Beispiel bei Half-Life 1. Das wurde mit dem Fan-Remake Black Mesa technisch auf den Stand von Half-Life 2 gebracht. Solche Projekte sind aufgrund ihrer Größe aber natürlich eher selten. Die wohl verbreitetsten Modifikationen sind Verbesserungen oder Ergänzungen von Features, auf die die Entwickler vielleicht keinen Bock hatten, die Fans aber schon. Der Einfachheit halber bleiben wir mal im Himmelsrand. Skyrim hatte nämlich ein schrecklich umständliches Inventarsystem, besonders auf dem PC. Mit Maus und Tastatur ein einziger Krampf. Die Mod SkyUI hat sich diesem Problem angenommen. Nun könnt ihr euren Loot nach Name, Art oder Verkaufswert sortieren. Sogar eine Suchfunktion bringt die Mod mit. Egal, was euch an einem Spiel stört, meistens gibt's eine Mod, die das Problem löst. Also der Charaktereditor,
Der hat mir viel zu wenig Optionen. Echt mal? Kein Problem, Markus. Nimm doch einfach diese Mod. Also ich hätte ja Bock, mal wieder Skyrim zu spielen. Aber auf diese nervige Intro-Sequenz, also da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Kein Problem, Tim. Nimm doch einfach diese Mod. Oh Mann, die Magierklasse hat mir viel zu wenige Zauber. Kein Problem, Micha. Nimm doch einfach diese Mod hier. Manchmal fixen findige Modder aber auch die Probleme einer schlechten PC-Umsetzung. Nier Automata zum Beispiel ist in einem desaströsen Zustand veröffentlicht worden. Spielbar wird die PC-Version erst mit einem Community-Patch. Einen offiziellen Patch gibt's übrigens bis heute nicht. Aber manchmal wird auch einfach nur herrlicher Schwachsinn zusammengemoddet. Hier, guck mal, ein Batschu-Drache. Oder hier diese schreienden Ziegen. Oder Spider-Man statt Spinnen. Oder ein Sitcom-Publikum, das euch beim Versagen auslacht. Fabelhaft. Modifikationen können eure Spielerfahrung also ziemlich bereichern. Manche Mods schaffen es sogar noch einen Schritt weiter. Etwa dann, wenn die von den Fans entwickelten Spielprinzipien vom Studio als offizielles Produkt veröffentlicht werden. Einer der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter wurde genau so geboren. Counter-Strike. Das wurde 1999 als Mod für den ersten Half-Life-Teil von Fans veröffentlicht. Ein Jahr später wurde dieses Team dann von Half-Life-Entwickler Valve offiziell angeworben. Ab dann nahmen die Dinge ihren Lauf und Counter-Strike entwickelte sich stetig weiter zum noch heute erfolgreichen E-Sports-Titel. Auch andere Erfolgsgeschichten, etwa die der MOBA-Giganten Dota 2 und League of Legends, ließen sich stark von Mods inspirieren. In beiden Fällen von einer beliebten Fun-Map in Warcraft 3. Defense of the Ancients, kurz Dota. Was als spaßbasiertes Fanprojekt startet, kann also auch mal zu millionenschweren Blockbuster werden. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, ich will auch mal was modden, aber das ist bestimmt mega kompliziert. Nee, ihr müsst nicht zwangsläufig programmieren können, um kreativ zu werden. Natürlich sind für komplexe, funktionserweiternde Mods Coding-Kenntnisse von Vorteil. Aber warum nicht klein anfangen? Es gibt weit über 60.000 Mods für Skyrim und das liegt nicht zuletzt am sogenannten Creation Kit. Damit hat Bethesda den Spielern nämlich ein sehr mächtiges Tool zur Verfügung gestellt. Das wirkt auf den ersten Blick zwar sehr erschlagend, aber sowohl die Creation Kit Website als auch diverse YouTube-Videos bieten sehr gute Tutorials. Hier, diese Insel, die habe ich in wenigen Stunden selbst zusammengezimmert. Aber für den leichteren Einstieg tun's ja auch erstmal ein paar Blöcke mit Game2-Logo in Minecraft. Das hat nur 10 Minuten gedauert. Am einfachsten geht kreatives Basteln aber mit den klassischen Level-Editoren. Die gibt's sogar auf Konsolen. Und spätestens Dreams für die PlayStation 4 hat das Potenzial, wirklich jeden Zocker zum Weltenerbauer zu machen. Und das wirklich ganz ohne Programmierkenntnisse. Tag auch, mein Elbenauge hat diese Woche wieder ein paar heiße News erspäht und los geht's mit Gears 5. Das Action-Epos feiert den erfolgreichsten Verkaufsstart der aktuellen Konsolengeneration eines Microsoft Game Studio-Titels. Schon am ersten Wochenende haben sich über 3 Millionen Leute durch den neuesten Ableger der Gears of War-Reihe geballert. Das sind doppelt so viele Spieler wie beim Vorgänger. Sogar Halo 4 als bisher meistgespielter Titel in der Eröffnungswoche wurde damit vom Thron gestoßen. Wie viele sich das Spiel aber tatsächlich gekauft haben, ist bei dieser Angabe unklar. Gezählt wurden neben den Käufern von Gears 5 auch Abonnenten des Xbox Game Pass, die in der Release-Woche gezockt haben. Eine Ecke weniger rosig geht's der E3. Vor ein paar Jahren wurde hier noch der heiße Scheiß der Gaming-Welt präsentiert. Doch jetzt setzen immer mehr Publisher auf ihre eigenen Events. Tja, und bevor der E3 alle Fälle wegschwimmen, wird nun kräftig umstrukturiert. Der US-Industrieverband ESA möchte die Electronic Entertainment Expo 2020 retten und wieder relevanter machen. Ausschreibungsunterlagen zukünftiger Aussteller beschreiben die neue Messe als Fan-, Media- und Influencer-Festival. Somit werde zukünftig in Los Angeles auf einen Mix aus klassischen Messeständen, Bühnen und Event-Areas gesetzt. Zudem sollen vermehrt YouTuber, Livestreamer und Prominente zum Zocken eingeladen werden, um medialen Hype zu generieren. Lange Warteschlangen soll es trotz mehr als doppelt so viel Tickets dank Fastpass-App trotzdem nicht geben. Das riecht ziemlich streng nach Gamescom. Wie heißt es noch so schön? Wenn du denkst, es kommt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Ticker her. Die Frage ist nur von wo? Da! Jetzt auch im Westen. Die JRPG-Klassiker Dragon Quest, Dragon Quest II Luminaries of the Legendary Line und Dragon Quest III The Seeds of Salvation erscheinen am 27. September erstmals für die Switch. Fans der Reihe dürfen sich sogar noch mehr freuen, denn am selben Tag landet auch Dragon Quest XI S auf der Nintendo-Konsole. Absage.
Für Battle Royale-Fans sieht es leider weniger rosig aus, zumindest auf der PlayStation. Bei Sony bestünde derzeit keinerlei Interesse, ein eigenes Battle Royale-Spiel zu entwickeln. Man wolle sich lieber auf Konzepte konzentrieren, die derzeit nicht zwingend beliebt sein müssen. So Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Testgeschnetzel. Schon vom 1. bis zum 10. November kann Nioh 2 in einer offenen Beta für die PlayStation 4 angezockt werden. Inhaltlich soll sich die Beta von der Version, die auf der Tokyo Game Show gezeigt wurde, unterscheiden. Weiterentwickelt. Nach über 20 Jahren erhält Porenta, das Wildenten-Pokémon mit der Lauchstange, endlich eine Weiterentwicklung. Das neue Taschenmonster hört auf den fabelhaften Namen Lauchzelot und wird exklusiv in Pokémon Schwert fangbar sein. Mitläufer. Neben Publishern wie Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard oder Bethesda bietet ab jetzt auch Rockstar Games einen eigenen Launcher für hauseigene PC-Spiele an. Künftig ist die Plattform für das Starten von Rockstar-Spielen notwendig und bietet zusätzlich noch Funktionen wie einen Cloud-Speicher, eine Spielebibliothek und einen Shop. Ein Döner mit alles. Wenn ihr nicht genug von Abo-Diensten bekommt, hat Apple da was für euch. Für einen Fünfer im Monat bekommt ihr nonstop Zugang zu über 50 Titeln auf all euren Apple-Geräten. Mit dabei sind die Apple-exklusiven Games wie Lego Brawls, Rayman Mini, Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm und Shantae and the Seven Sirens. Als E-Sportler hat man es in Japan nicht so leicht. Im Gegensatz zu Korea zum Beispiel muss man sich als Profizocker mit strengeren Gesetzen und Einschränkungen rumschlagen. Kein Wunder also, dass E-Sport da noch nicht so richtig abgeht. Ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn es mir so gehen würde wie diesem Boy hier. Vergangene Woche gewann das Street Fighter Wunderkind Momochi ein großes Turnier auf der Tokyo Game Show und damit eigentlich auch ein saftiges Preisgeld. Bekommen hat der Schüler allerdings nur eine Trophäe, ein Gaming-Headset und jeweils einen Jahresvorrat an Schokolade und Energy-Drinks, anstatt der Siegerprämie von knapp 42.000 Euro. Grund dafür sind strenge Gesetze in Japan, die eine Pro-Gaming-Lizenz für derartige Einnahmen verlangen. Spieler zwischen 13 und 15 Jahren bekommen aber lediglich eine Junior-Lizenz, die jeglichen Erwerb von Preisgeld untersagt. Schließlich wolle man, dass sich die Jugendlichen hauptsächlich auf die Schule konzentrieren, so die japanische Organisation für Pro-Gaming. Momochi nimmt sportlich und twitterte: Ich habe Ehre statt Geld gewonnen. Und die Moral von der Geschichte: Geld verdirbt den Charakter, Schokolade und Energy-Drinks machen schön. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Um heutzutage als pixeliger 2D-Sidescroller eine Altersfreigabe ab 18 zu bekommen, dafür muss man sich, glaube ich, ganz schön anstrengen. Blasphemous gibt sich aber auch Mühe, sage ich dir. Ganz am Anfang schlitzt du einen auf, sammelst das ganze Blut in deinem Helm und dann setzt du dir den auf. Ich glaube, das ist sehr gut für die Haare. Ich habe das auch mal Beste, gehört. Alter. Ja? Was gibt's da noch in dem Spiel? Ja, Blut, Gekröse, Gedärme, alles fliegt irgendwie rum und wird zerteilt. Blasphemie halt, ne? Ich möchte das jetzt sehen. Komm, wir gucken mal. Offen gesagt auch. Ja, genau. So ist es. Blasphemous ist böse, blutig und bitterlich ernst. Alles ist ganz, ganz dolle schlimm hier. Statt Sonnenschein, Spaß und gute Laune gibt's Tod, Pest und ewiges Verderben. Selbst schöne alltägliche Dinge werden durch den schlechte Laune-Fleischwolf gehäckselt. Glaubst du nicht? Dann pass mal auf. Kennst du putzige kleine Babys? Hier sind's monströse Monsterbelger mit blutriefenden Augen. In der Sonne baden? Hier badest du, wenn, dann in Bergen aus halbverwesten, nackten Leibern. Beauty-Tag mit Gesichtsmaske? Hier schmiert man sich, wenn, dann mit blutvollgesiffte Stahlmasken in die Visage. Ey, aber ganz ehrlich, wenn Blasphemous nicht so absichtlich grässlich wäre, wäre es einfach das schönste Pixelspiel ever. Die Kulissen sind wahnsinnig detailliert, die kurzen Sequenzen beeindruckend gezeichnet und die Animationen samtweiche Wunderwerke. Wenn es hier nicht an allen Ecken eitern und siffen würde, wäre Blasphemous einfach wunderhübsch. Aber auch so ist's schön, wenn auch auf eine groteske, ekelerregende, irgendwie verwirrende Art und Weise. Aber worum geht's hier eigentlich? Über den kleinen Fantasielandstrich Custodia ist das sogenannte Wunder hereingebrochen, das fast alle seine Bewohner in Wahnsinn, Mord und Totschlag getrieben hat. Dieser Typ da mit Stahlzipfelmütze ist unser Held und soll gefälligst Abhilfe schaffen. Deshalb wird er von Bondage Link hier auf den Weg geschickt, um an drei Orten mit schwebenden Köpfen zu quatschen. Show me what you got! Die öffnen ihm anschließend ein Tor, hinter dem sich irgendwo das eine große Übel verbirgt, das auf Abreibung wartet. Und danach ist alles wieder feini feinsen. Ihr merkt schon, die ganze Nummer ist ganz schön wirr und nur für diejenigen komplett verständlich, die Gegenstandsbeschreibungen so studieren, als ob ihr Leben davon abhängen würde. Behold the linen cloth that soaks the sweat of fevers, of thoughts, of dreamt sins.
What? Wer sich da jetzt ein wenig an Soulsborne erinnert fühlt, liegt ganz richtig. Blasphemous ist ein Genre-Hipster. I am not a hipster. Wie schon Hollow Knight, Death's Gambit oder Salt and Sanctuary mischt es Metroidvania-Abenteuerei mit knüppeliger Souls-like-Härte. Es ist quasi ein Soulstroidvania. Vania Soulstroid? Metro Soulvania? Souls. Ach, das ist mir jetzt echt zu dumm. Ich springe jetzt im Text. Aber was heißt dieser Genre-Mix eigentlich konkret? Fangen wir mal mit Souls-like-Gelöt an. Bedeutungsschwangeres, kryptisches Story-Blabla haben wir ja schon abgehakt. Fehlen darf da aber natürlich auch der hohe Schwierigkeitsgrad nicht. Souls-like schreibt man schließlich mit L, E, I und D. Und leiden sehen will euch in Blasphemous fast alles. Angefangen bei Gegnerknüppeln zu Stachelbecken über Lavaduschen und Fallenscheiße ist alles dabei, wonach sich das Masochistenherz so sehnt. Da sind natürlich imposante Bosse wie dieses verschmierte Senfgesicht oder er hier, Ehrensache. Das Kampfsystem erinnert mit seinen Kontern und Ausweichrollen ebenfalls an die Souls-Vorbilder, bewahrt sich aber genug Eigenheiten. Ihr könnt beispielsweise eure Fähigkeiten nach und nach ausbauen und beherrscht später mächtige Kombos, Sturzangriffe oder Spezialattacken. Zermatscht es mal euch statt euren Gegner zu Pixelbrei, wird's aber wieder typisch Souls-like. Dann geht's zurück zum letzten Checkpoint-Schrein, an dem Heiltränke und Lebensenergie wieder aufgefüllt und alle Gegner zurückgesetzt werden. Als milde Strafe fürs Abnippeln wird euch ein Teil eurer Mana-Energie abgezwackt, den ihr erst nach Einsammeln eurer Überreste zurückbekommt. Der Rest des Spiels ist deutlich mehr Metroidvania als Souls-like. Ihr deckt nach und nach die Welt auf, erreicht gewisse Abschnitte aber erst mit neuer Ausrüstung im Gepäck. Wie hier durch diese blutigen Plattformen. Die Kartenabschnitte sind miteinander vernetzt und strotzen nur so vor Geheimnissen. Auch die ein oder andere unsichtbare Wand oder verschwurbelte Nebenquest lässt sich finden. Fordernde Geschicklichkeitstests sind bei einem 2D-Metroidvania natürlich eh Standard. Standard trifft's auch ganz gut. Abgesehen von der phänomenalen Pixelpräse ist Blasphemous nämlich ein solides Metroidvania mit Souls-like-Einspritzung. Es macht nichts aufregend neu, aber auch nichts abgrundtief schlecht. Auf ein paar Instant-Tode und doppelt belegte Tasten, wie beim Klettern und Schlagen, hätten wir aber trotzdem verzichten können. Auch mehr Schnellreiseoptionen wären nett gewesen, damit wir uns bei den teils langen Wegen nicht die Füße wundpilgern müssen. Und wo wir schon bei Komfort sind, liebe Entwickler, wenn ihr euer Spiel mit so viel interessantem Kram vollkleistert, dann gebt uns doch bitte eine Möglichkeit, den auch auf der Karte zu markieren. Aber hey, trotz der Aufmachung als bitter ernstes, grausam hartes Hardcore-Spiel, haben wir mit Bondage Link und Alu Zipfelmann hier echt eine Menge Spaß. Wieder aufwachen, alles gut. Oh, das war so ekelhaft. Aber du hast doch gar nichts gesehen. Ja, aber ich hab das doch gehört. Ja? Und was kommt jetzt? Jetzt kommt was, das wird dir gefallen? Das Remake von Link's Awakening. Oh, das ist aber schön, ne? Mhm. Bunt und der Wiese und den Knuffig. The Legend of Zelda Link's Awakening hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Denn ursprünglich war seine Entstehung gar nicht geplant. Ein Zelda-Spiel wie A Link to the Past schien einfach zu anspruchsvoll zu sein für die schwache Gameboy-Hardware. Doch das wollte der ehrgeizige Programmierer Kazuaki Morita genau wissen. Der Mitarbeiter des Studios Systems Research and Development, das im Auftrag von Nintendo Spiele entwickelte, experimentierte nach Feierabend mit dem einzigen Game Boy Development Kit in seiner Firma. Er wollte herausfinden, ob man nicht doch ein Zelda-Spiel auf dem kleinen 8-Bit-Kasten hinkriegt. Und als er tatsächlich erste Erfolge erzielte, schlossen sich ihm weitere Kollegen an. Der Zelda-Mitbegründer Takashi Tezuka war von den Fortschritten des Feierabendteams so beeindruckt, dass er im Jahr 91 offiziell die Entwicklung eines Zelda-Spiels für den Game Boy beantragte. Nintendo gab grünes Licht und zwei weitere Jahre später erblickte Link's Awakening schließlich das Licht der Welt. Und jetzt erblickt es schon wieder das Licht der Welt, nämlich in Form eines aufwendigen Remakes mit neuer 3D-Grafik. Knubbelfiguren und Tilt-Shift-Optik erzeugen das Gefühl, in einer Miniaturwelt unterwegs zu sein, was eine nette Hommage ans Original ist, denn da war ja auch alles knuffig und mini. Uns gefällt der Grafikstil sehr, doch so manche Fans kritisieren, dass alles wie Plastik aussieht und dass Link eine ziemlich sparsame Mimik hat. Naja, Geschmäcker sind halt verschieden.
Aber worum geht's denn in Link's Awakening überhaupt? Während einer Trainingsreise gerät Link in einen Sturm und strandet auf einer Insel namens Kokolint. Wie er bald erfährt, gibt es jenseits der Insel nichts als Wasser und verlassen kann er sie nur, wenn er den Windfisch aufweckt, der in einem Ei hoch oben im Taltalgebirge schlummert. Dazu benötigt er jedoch die 8 Instrumente der Sirenen und die wiederum sind in Dungeons versteckt, die vollgestopft sind mit kniffligen Rätseln, gefährlichen Fallen und blutrünstigen Monstern. Schaut euch nur mal diese grauenerregende Todesbestie an! Zum Glück lagern in den Dungeons aber auch hilfreiche Werkzeuge, die ihr nicht nur für den Kampf gegen Monster einsetzt, sie eröffnen euch auch neue Wege. Mit dem Kraftarmband könnt ihr schwere Objekte hochheben und werfen. Mit der Greifenfeder springt ihr über Abgründe hinweg und mit dem Enterhaken zieht ihr euch an Objekte heran oder betäubt Feinde. Aber gut, wem erzähle ich das? Wie ein typisches Zelda funktioniert, weiß eh jeder. Reden wir also mal über die Neuerungen, denn auch wenn sich das Remake übrigens sklavisch genau an die Vorlage hält, haben sich nun doch ein paar Dinge geändert. Die meisten werden zwar niemanden vom Hocker hauen, aber einige Neuerungen sind auch ganz nett. Und wie ließe sich all das besser zusammenfassen als in einer Liste namens Neue Dinge, von denen die meisten niemanden vom Hocker hauen, aber einige doch ganz nett sind. Nummer 1. Permanent ausgerüstete Werkzeuge. Wir erinnern uns, der Game Boy hatte nur 2 Action-Buttons und darum musste man damals ziemlich oft ins Inventarmenü wechseln, um Werkzeuge auszuwählen. Wolltet ihr was hochheben, musstet ihr erst das Kraftarmband auf eine Taste legen und für einen weiten Sprung musstet ihr Pegasus-Stiefel und Feder ausrüsten. Eine Switch hat natürlich mehr Tasten als so ein oller Game Boy und darum sind jetzt Schwert, Schild, Pegasus-Stiefel, Schwimmflossen und Kraftarmband permanent einsatzbereit. Das ist äußerst praktisch und daher eine sehr nette Neuerung. Lediglich die anderen Werkzeuge wie Enterhaken, Bomben oder Greifenfeder müssen ganz traditionell übers Inventar ausgerüstet werden. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr für eine bestimmte Aktion auch das richtige Gadget ausgewählt habt. Seit dem Erscheinen des Link's Awakening Remakes sehen sich Zelda-Spieler mit einem traditionellen Gegenstandssystem konfrontiert, das erhöhter Aufmerksamkeit bedarf. Denn selbst grundlegende Aktionen sind nur möglich, wenn zuvor der benötigte Gegenstand ausgerüstet wurde, so wie hier die Greifenfeder zum Springen. Ist ein Spieler unachtsam oder wird abgelenkt, vergisst er dies möglicherweise. Er versucht zu springen, hat aber noch die Bombe ausgerüstet und dann geschieht das Unglück. Deshalb überprüfen Sie ständig, ob Sie den richtigen Gegenstand ausgerüstet haben. Nur so senken Sie das Risiko, zu einer Gefahr für sich und andere zu werden. Nummer 2. 8-Wege-Steuerung. Im Original ließ sich Link nur in 4 Richtungen bewegen. Jetzt kann er auch diagonal gehen. Klingt unspektakulär, ist aber trotzdem eine äußerst nette Neuerung. Denn eine 8-Wege-Steuerung verkürzt nicht nur Wege, sie lässt euch auch diagonal angreifen, zum Beispiel mit dem Enterhaken. Nummer 3. Die Welt scrollt nun stufenlos. Zumindest außerhalb von Dungeons. Im Gegensatz zu damals, wo die Welt nur dann weiter gescrollt ist, wenn ihr den Bildschirmrand erreicht habt, folgt euch nun die Kamera auf Schritt und Tritt. Aber wie gesagt, nur draußen. In Dungeons wird nach wie vor stufenweise gescrollt, haut niemanden vom Hocker, ist aber halt neu. Nummer 4. Die Übersichtskarte. Die neue Übersichtskarte erlaubt jetzt Zooms, wodurch ihr eure Wege besser planen könnt. On top dürft ihr aber auch noch Markierungen setzen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn ihr einen interessanten Ort entdeckt, den ihr später nochmal besuchen wollt. Nummer 5. Realistische Physik in der Krankemenate. Habt ihr beim Kran-Minispiel im Gameboy Original ein Item erwischt, dann habt ihr das auch sicher bekommen. Im Remake hingegen kullern die Gegenstände gefährlich in der geschlossenen Kralle herum. Und wenn ihr Pech habt, fällt euer Preis wieder raus. Haut das jemanden vom Hocker? Wohl kaum, ist aber neu. Nummer 6. Flaschen. Neuerdings gibt es Flaschen zu finden, mit denen ihr eine Fee einfangen und so lange aufbewahren könnt, bis ihr ihre Heilfähigkeiten benötigt. Zwar ist Link's Awakening nicht wirklich schwer, weswegen ihr nur selten eine Fee to go brauchen werdet, aber hey, ist doch trotzdem nett. Nummer 7. Der Labyrinth-Editor. Bei Totengräber Boris könnt ihr jetzt aus sogenannten Kammersteinen eigene Labyrinthe bauen.
Die Regeln beim Bau eines Labyrinths sind ziemlich einfach. Es braucht nur zwingend einen Eingang und einen Bossraum. Offene Kammerausgänge müssen geschlossen sein und außerdem müsst ihr für jede verschlossene Tür, die ihr verbaut, auch einen Schlüssel platzieren. Das ist alles. Die selbst erstellten Labyrinthe könnt ihr dann auf Zeit spielen. Oder ihr lasst mithilfe dieser separat erhältlichen Amiibo-Figur einen Schattenlink erscheinen, der euch jagt. An sich eine nette Idee, aber da ihr eure Eigenkreation nicht online teilen könnt, sondern nur indem ihr sie auf eine dieser Amiibo-Figuren speichert und die dann einem Freund gebt, haut uns der Labyrinth-Editor nicht wirklich vom Hocker. Nummer 8. Der Heldenmodus. Wer eine Herausforderung sucht, kann Link's Awakening auch im optionalen Heldenmodus durchspielen. In diesem Modus erleidet ihr doppelt so viel Schaden wie gewöhnlich. Und Herzen, die ihr normalerweise beim Rasenmähen, Büsche schneiden oder Gegnerkloppen findet, gibt's hier auch nicht. Klingt erstmal nach einer krassen Challenge, aber so schwer ist der Heldenmodus gar nicht. Zugegeben, ihr könnt ziemlich schnell draufgehen, zum Beispiel wenn ihr mit nur einem Herz in eine Bosskammer latscht. Doch da ihr nach dem Game Over an sehr nahegelegenen Checkpoints wieder einsteigen dürft und ihr auch sonst keine Strafe erleidet, macht euch der Heldenmodus nicht wirklich zu einem Helden. Überlasst das mir! Ich, Link, habe den Heldenmodus durchgespielt. Ich bin extrem stark! Nicht falsch verstehen, wir wollen uns hier keinesfalls über die Neuerung beschweren, zumal einige ja echt sinnvoll sind. Aber sie geben auch keinen Anlass, in Jubelarien auszubrechen. Anders als das Spiel selbst. Link's Awakening ist wahnsinnig gut gealtert. Man merkt nur selten, dass es bereits 26 Jahre auf dem Buckel hat. Die liebevoll gestaltete Welt mit ihren skurrilen Bewohnern zieht euch schnell in ihren Bann. Die Dungeons machen dank des angenehmen Schwierigkeitsgrads immer noch eine Menge Spaß. Und wenn euch das nicht genügt, könnt ihr ganz vielen Nebentätigkeiten nachgehen. Am reizvollsten ist wohl die Suche nach den begehrten Herzteilen, mit denen ihr eure Energieleiste erhöht. Aber auch nach Muscheln lohnt es sich, Ausschau zu halten, denn die lassen sich im Muschelbazar gegen wertvolle Schätze eintauschen. Was passiert wohl, wenn ihr sie alle findet? Und vergessen wir nicht das Angelspiel, die Stromschnellen oder die bereits genannte Krankemenate. Ihr seht, auch abseits der Hauptquest gibt's eine Menge zu entdecken. Der einzig nennenswerte Kritikpunkt ist die Performance, denn manchmal fällt die Bildrate von butterweichen 60 Bildern pro Sekunde hinab in rucklige 30er-Regionen. Dabei ist die Grafik doch gar nicht so aufwendig. Aber ein Dealbreaker ist dieser Schönheitsfehler auch nicht und darum ist das Link's Awakening Remake absolut empfehlenswert. Sowohl für Fans, die in Nostalgie schwelgen wollen, als auch für alle, die diesen Meilenstein damals vor 26 Jahren verpasst haben. Und damit wäre Game 2 für diese Woche wieder durchgespielt. Achtung, Bonus-Stage. Für jedes Abo kriegen wir ein Extra-Leben. Und wenn ihr Bock auf ein New Game Plus habt, dann klickt doch immer so ein bisschen rum. Klick, klick. Das habt ihr sicher noch nicht gesehen. Kann ich mir nicht erzählen. Das ist brandneu. Nee, wiederschauen. Reingehauen.